Hallo und herzlich willkommen zu F1 2020, zu einer weiteren Folge mit MP Racing. Wir fahren heute in Belgien der Ardennen Achterbahn. Ein sehr, sehr geiler Kurs. Und als Jubiläum, weil es die Schumacher Edition ist, fahren wir jetzt mitten Michael Schumacher seinen ersten Helm, den er gefahren ist, weil er ist dort seinen ersten Grand Prix gefahren. Mehr Facts kommen später. Wir gehen jetzt gleich weiter zum Motorhome. So, da sind wir jetzt in der Kommandozentrale auf der Rennstrecke und wir haben hier ein paar Neuigkeiten. Nämlich, dass Regeländerungen im nächsten Jahr auf uns zukommen. Genau das, wovor ich uns beim letzten Video schon schützen wollte. Wir werden jetzt mit den Ressourcenpunkten, die wir noch haben, große Pakete, große Updates schützen, dass die nächstes Jahr nicht weg sind. Wir sollen von Renault ein Triebwerk-Update bekommen. Hoffentlich. Bringt uns auch was. Und Kimi Räikkönen. Der letzte Ferrari-Weltmeister seit 2001 mit 3 Jahren Unterbrechung in der Formel 1 tritt zurück. Somit werden wir nächstes Jahr auch einen neuen Fahrer bei Alfa Romeo sehen. Da bin ich schon gespannt und wir gehen jetzt auf die Rennstrecke. Hallo und herzlich willkommen in Spa-Francorchamps, dem Belgien Grand Prix. Wir gehen gleich ins Qualifying. Das ist eine absolut geile Rennstrecke. Die Achterbahn der Formel 1 gibt nicht viel. Also das ist schon eine geile Rennstrecke. Und hier sind wir gleich einmal auf der Start und Ziel. Er ist Flügel auf und dann geht's gleich. Erste Kurve Lasurs, zweiter Gang 95 km/h. Dann hinaus beschleunigen, da viel Exit mitnehmen, viel Speed mitnehmen, weil jetzt geht's zu einer der geilsten Passagen, wenn nicht die geilste Rennpassage der Welt, durch Eau Rouge und dann Radion durch hinaus. Hier ist letztes Jahr Antoine Hubert gestorben, der noch einmal Rest in Peace. Dann Vollgas auf der Campbell Street Richtung Lecombs, vierter Gang 180. Ein leichtes Geschlängel, jetzt kommt das Infield. Hier, jetzt kommt eine schwierige Kurve Rivage, da bleibt gern der Reifen stehen. Vierter Gang, dritter Gang, kann man verschieden fahren. Dann geht's da wieder hinaus. Leicht angefahren. Übrigens unsere letzte Runde, weil das Qualifying war nicht so super. Dann hier Vollgas durch. Kommt wieder kurze technische Stelle und dann kommt viel lange geradeaus. Ja. Und Spa ist berühmt für Wetterwechsel. Das Wochenende schaut gut aus, aber wie gesagt, eins der geilsten Rennstrecken. Viel Speed mitnehmen und jetzt dann. Ah, Exit wieder wichtig, da braucht man jeden km/h. Und jetzt mit den heutigen Autos fast keine Mutkurve mehr, aber früher Blanchimont war eine Mutkurve. Hier jetzt Blanchimont durch, voll am Zapfen drauf, Exit mitnehmen. Jetzt eine der schwierigsten Schikanen auch im Zirkus, die Bus-Stop-Schikane. Hier wird das Heck richtig rutschig und unrund beim Rausbeschleunigen und wir sind auf der Stadt hin und das war eine Runde in Spa. Und Guspe, wir haben alle Komponenten gewechselt durch den letzten Unfall und viele Strafen passiert, somit wir stehen ganz hinten. Und wir gehen jetzt gleich zum Rennen. Kein guter Tag heute da draußen. Sprechen wir darüber, was passiert ist. Wie wird die Gridstrafe Ihre Strategie im Rennen beeinflussen? Wir haben frische Motoren und ja. Wir werden im Verkehr stecken bleiben. Wir haben heute ein paar Teile auf der Strecke gelassen. Gab es Schwierigkeiten mit der Traktion? Das Auto ist mehr oder weniger unfahrbar zurzeit. Wie schätzen Sie die Konkurrenz in dieser Saison für sich ein? Es ist toll, alle Fahrer geben ihr Bestes. Salam! Ab zu reiner Verlust in die Kommentatorenbox.
Hallo und herzlich willkommen in Spa-Francorchamps. Ich bin's, euer Rainer Verlust aus der Kommentatorbox in Belgien, der Ardennen-Achterbahn. Das Wohnzimmer von Michael Schumacher. Erstes Rennen 1991 für Jordan, gerade einmal 100-200 Meter kommen. Damals gesagt, er kennt die Strecke, hat sich herausgestellt, dass er die Strecke aber noch nie gefahren ist und deswegen den Sitz bekommen hat, weil er den Teamchef damals angelogen hat. Trockenes Wetter heute. 92 hatte Schumacher dann seinen ersten Sieg, insgesamt 6 Siege hier, und 2004 holte er seinen letzten und den 7. Weltmeistertitel hier in seinem Wohnzimmer und auch für Ferraris 700. Rennen. Also hier schon einiges los und deswegen fährt Guspe mit der Schumacher seinen Helm. Aber kommen wir jetzt zur Gegenwart. Valtteri Bottas hat heute die Chance, die Weltmeisterschaft an sich zu reißen und hat auch im Qualifying alles richtig gemacht. Charles Leclerc nur auf 3, der direkte Konkurrent. Auch Verstappen ist noch dran, aber wenn Bottas hier heute nicht ausfällt, wird das wahrscheinlich, würde es jetzt sogar Gmade Wiesen sein, aber ja. Schauen wir uns einmal die Startaufstellung an. Valtteri Bottas auf 1 vor Sebastian Vettel und Charles Leclerc. Die Ferrari ist wieder sehr stark. Dann Verstappen, Albon, Sainz, Norris auf 7, Ricciardo auf 8. 9. Perez, 10. Ocon, 11. Stroll, 12. Kwiat, und dann fragt man sich, da ist er nämlich. Lewis Hamilton auf 13 mit 10 Grid Penalties, Gasly auf 14, Räikkönen 15, Giovinazzi 16, Grosjean 17, Magnussen 18, Russell 19, Latifi auf 20, Deledas auf 21 und Guspe mit 35 Startplätzen. Strafe ganz hinten. Ja, Lewis Hamilton, nicht seine Saison. Aber wer macht vorne das Rennen? Bottas, Leclerc oder Verstappen? Wir haben nachher noch, nach diesen Rennen noch 2. Bottas hätte hier den ersten Matchball, wenn er gewinnt. Und die Punkte holt, weil jetzt sind noch 75 Punkte zum Holen. Danach nur noch 50. Schauen wir mal, was nehmen wir für, oder beziehungsweise Guspe für eine Strategie, hat hier komplett umgestellt, hat sich gedacht, er wird hart fahren und dann soft, dass er am Schluss nochmal attackieren kann. Beziehungsweise, dass er den Boxenstopp-Getümmel aus dem Weg geht und er seinen Weg fahren kann. Ja, dann hat er noch ein bisschen Sprit mitgenommen. 22 Runden sind es. Er hat gerade Sprit mit. Was nimmt er mit? 25 Runden, 3 Liter mehr. Ja. Los geht's! Sind hier die 5 roten Lichter. Kann Valtteri Bottas hier den Grundstein für seine erste Weltmeisterschaft legen? Kommt hier schlecht weg. Vettel kommt sehr gut weg. Vettel ist vorbei. Leclerc muss sich aber dahinter einordnen. Aber das ist schon mal gut für die Ferraristi. Da können sie taktisch dann vielleicht arbeiten. Aber kommt Bottas hier jetzt nochmal auf der Camel Straight nach Radeon und Rouge ran, aber Vettel ist einmal weit vorne. Guter Exit. Sainz auch, guter Start. Kam von 6 auf 4. Auch Guspe weit nach vorne. Und Leclerc auf Angriff. Sainz, mörderischer Start. Hamilton ist da zurückgefallen. Hat eine Position verloren. Ein guter Auftakt. Hier nochmal der Start von Guspe. Er kam heute nicht so gut weg wie letzte Woche. In Silverstone, da knallt es fast wieder. Also das ist, da ist er schon fast hinter Hamilton. Kratzt da am Heck von W11. Mercedes von Hamilton. Da gehen sie jetzt zu zweit durch Rouge, oder wie? Mit Grosjean. Zu zweit durch Eau Rouge, das erfordert Mut und Können, Jungs! Mut und Können! Wahnsinn! Ich halte jetzt hier kaum auf den Sitz und jetzt, Guspel, ist er hier vorbeigegangen? Ja oder nein? Außen in Lecoms. Schwierig. Geht, weil die nächste Kurve wieder innen ist, aber da schaut es jetzt hier durch und hier sehen wir noch einmal
noch einmal eine Wiederholung. Sehen wir das Ganze von Giovanazzi aus. Ach, weil der hier einfach mitmischen will. Sich neben Guspe setzt. Dann innen. Guspes Rad blieb hier stehen. Wer hat hier David Guspe oder zieht außen? Giovanazzi muss den Reifenvorteil nochmal ausnutzen. Die weichen Reifen hier viel schneller auf Temperatur, viel schneller beieinander. Die Ferraris fahren mit Gelb vorne weg. Zumindest der eine, Sebastian Vettel. Dann kommt Valtteri Bottas, Leclerc, Sainz, Albon, Verstappen. Ja, Hamilton. Guspe auf Platz 18 nach dem Start, schon ein paar Plätze gut gemacht. Und hier auf Angriffskurs, aber da fehlt ihm der Speed. Waren sie alle wie auf einer Perlenkette auf dem Feld. Haben wir jetzt den schönen Helm gesehen. Schumacher Design. Wieder bleibt das Vorderrad stehen. Später jetzt. Da knallt er fast hinten Grosjean rein. Hier macht man einen guten Exit. Das Problem ist, wenn man jetzt hier runterfährt Richtung Rouge und Rallyon, darf man nicht zu nah dran sein, weil man beim Bergauffahren hier in dieser Passage in der Senke dann einfach Abtrieb verliert, Speed verliert, dann kommt man hier schlecht raus. Aber ich glaube, das hat jetzt gepasst. Der Abstand hat gepasst, der hat das gut getimt. Vorne fährt Latifi, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Und Grosjean will außen vorbei. Guspe muss sich da hinten anstellen, aber Grosjean muss zurückstecken und jetzt ist Guspe dran für den Angriff. Er kann sich hier nicht. Guspe verbremst sich hier im letzten Drittel, im letzten Sektor, da geht Giovanazzi vorbei oder nicht. Guspe außen nochmal und jetzt Sprint zu Blanchimont. Wer geht hier? Da muss Guspe außen, innen und da berührt er außen und dann verliert Giovanazzi fast das Heck. Was war da los? Guspe ist auf alle Fälle vorbei und hinten will Magnussen an Giovanazzi vorbei. Aber Giovanazzi kommt hier besser raus. Guspe verbremst sich wieder. Die Reifen wahrscheinlich noch nicht warm genug. Es wird jetzt vielleicht eine Attacke geben von Giovanazzi. Ja, wieder die Funkensprühe. Geile Bilder hier, die wir haben. Aus Spa. Da ist die Lücke jetzt da vorne aufgerissen für Guspe und hinten ist Giovanazzi. Innen. Und dann ist er die nächste Kurve wieder außen. Das hat Guspe gut gemacht. Bleibt hier innen, aber verbremst sich wieder. Guspe verbremst sich wieder und Windbanging mit Magnussen und Magnussen geht durch. Und auch nicht gerade mal eine Wagenbreite Platz und Guspe verbremst sich wieder. Was ist da los? Aber fährt er hier jetzt zurück? Nein! Guspe verliert hier Position Nummer 2. Von 18 zurück. Auf 19. Und hier jetzt Charles Leclerc, der muss am Bottas, der vor ihm ist, vorbei, um die Weltmeisterschaftschance noch am Leben zu halten. Vor allem, wenn er mal vorbei ist, kann Ferrari taktieren. Und jetzt Charles Leclerc geht außen vorbei oder nicht, kann Bottas hier zurückkämpfen. Nein, ist er dann zu weit weg und Leclerc geht vorbei und Sainz hängt sich hinten auch noch dran. Kommt Bottas mit dem Druck nicht klar? Doppelführung Ferrari. Und man sieht beide Mercedes und beide Ferrari auf den Softreifen, auf den Mediumreifen. Und jetzt Sainz. Das ist eine Runde später gegen Bottas. Der hat die Softreifen drauf. Der geht mehr mit Grip, aber Bottas verteidigt sich knallhart. Er will hier vorne bleiben. Noch eine Position verlieren. Wäre hier ganz, ganz bitter für ihn. Um den Kampf in der WM. Und wir sind wieder eine Runde später. Sainz auf Angriffkurs. Super Qualifying gefahren auf Platz 6 und jetzt auf Angriff und dann kann Bottas hier nichts mehr machen und Sainz fliegt vorbei.
Bottas nur noch auf 4. Und dahinter sind Albon und Verstappen auf Lauerstellung. Verliert Bottas hier die Weltmeisterschaft? Die Führung will er nicht jetzt verlieren, aber der Sicherheitspolster. Beide Ferrari super vorne weg. Wann werden sie tauschen? Da wird der Tausch kommen. Der muss kommen da vorne bei den Ferraris, weil das sind wichtige Punkte, die Leclerc hier mitnehmen kann. Und Bottas geht hier wieder. Da war Verstappen und Sainz gehen an die Box. Ich das jetzt da gerade gesehen habe. Ja. Sainz und Verstappen an die Box. Hier geht's mehr oder weniger um Platz 4, 5 oder 6. Man nimmt die harten Reifen bei Verstappen. Der muss warten auf einen Renault. Aber auch Sainz muss warten und der nimmt auch die harten Reifen. Aber Sainz bleibt vorne. Der Renault, das Zündlein an der Waage, weil sonst wäre die Red Bulls hier schneller gewesen. Und Gusby auf Angriff auf Magnussen, der will seine Position zurückhaben. Magnussen verdeckt ganz innen ab, aber Gusby kommt da schon vor. Leck Holmes an ihm vorbei. Und vorne beide Ferraris. Funkspruch war schon mal da. Bottas. Jetzt wieder Dritter, aber weit mehr oder weniger abgeschlagen. Wir kommen jetzt für Force India und da hinten will Hamilton oder kämpft Hamilton sich den Weg zurück nach vorne, aber Kwiat haltet hier wahnsinnig gut dagegen. Die drei, vier Kurven weit und jetzt außen Hamilton oder innen Kwiat. Wer macht's? Hamilton! Mit mehr Speed, ja, durch. Rivage kann man außen und innen fahren. Und Gusby wieder auf Angriffskurs. Jetzt an Giovinazzi dran. Klar, jetzt der schnellere Mann da hinten im hinteren Feld. Wieder souverän vorbeigegangen. Ja, die Reifen gehen ein von den Alphas und Hamilton ist jetzt, ist er warm gefahren. Ist zurzeit angriffslustigste Mann und jetzt innen, da zu zweit jetzt durch, Blanchimont zu dritt fast durch. Alpha gibt Slipstream für Hamilton, Ocon kann sich da nicht wehren, aber jetzt kommt er nicht vorbei, weil der Alpha im Weg ist. Und jetzt blockiert der Alpha den Renault, aber beide gehen an die Box und Hamilton wünscht sich, dass das vielleicht einfacher gegangen wäre. Aber auch hier der Führer, der Zweitplatzierte, Charles Leclerc, kommt an die Box. Man holt ihn zuerst, um ihm die Chance zu geben mit den frischen Reifen. Wahrscheinlich kann man es dann besser timen mit Bottas und Vettel. Der Boxenstopp. Hier Hamilton. Da schon weit vorne jetzt mit der Strategie. Weiter vorgespielt und da geht Sainz. Oder nein, Albon geht an Sainz vorbei. Die waren auch schon, Albon war auch schon an der Box und Albon ist durch. Setzt sich hiermit auf Platz 4 und jetzt kommt Sebastian Vettel und wird jetzt die Ferrari Crew, die splitten die Strategie, Hamilton, Vettel auf Rot und Charles Leclerc, wenn ich mich richtig erinnere, auf Weiß, da geht auf alle Fälle mal Bottas vorbei, die bleiben jetzt draußen. Hamilton kommt jetzt auch, nimmt die Roten und da kommt Charles Leclerc, ja, der hat die Weißen drauf, aber die haben sich, so, lasst Vettel jetzt Charles Leclerc hier vorbei oder nicht? Nein, sie lassen ihn mal nicht vorbei und Gusby ist ziemlich lange draußen geblieben, die ist jetzt auf Platz 10, müsste ich lügen, ist aber unter Druck und jetzt kommt Valtteri Bottas, hat er, ist hier keine Gefahr für die Ferraristis, die Scuderia, Charles Leclerc kommt da vor ihm raus und hier ist Gusby unter Druck, da ist schon ein Red Bull vorbei. Ein Sainz will auch vorbei, ein Verstappen will vorbei und Hamilton spielt da hinten schon mit in der Musik. Hamilton fährt ein Wahnsinnsrennen. Gusby ist gerade an die Box abgebogen. Ja, da fahren sie jetzt alle wieder vorbei. Ob das taktisch die richtige Lösung war. Von MP Racing. Nimmt auch die Soft. Da ist wieder unser super Kameramann. Wo kommt Gusby raus?
weit und breit nichts. Da hinten ist gerade der Alpha von Giovinazzi in die Kurve gekommen. Ja, Hamilton seit Boxenstopp der schnellste Mann da draußen. Schneller als beide Ferraris, schneller als sein Teamkollege Valtteri Bottas und anscheinend auch schneller als wie Sainz und Verstappen. Weil die fahren jetzt mit den härteren Reifen. Und Verstappen ging hier gerade an Sainz vorbei. Und da merkt man, wie viel schneller ist er. Muss aber hier Slipstream mitnehmen, steckt den Windschatten fest. Hamilton außen probiert es aggressiv. Hamilton gefällt mir heute sehr gut. Aggressiv. Vielleicht das beste Rennen von ihm heuer. War nicht sein Jahr. Konnte nicht den Rekord von Michael Schumacher einstellen. Musste alles seinen Teamkollegen überlassen. Aber er zeigt, dass er es eigentlich noch kann, wenn das Setup und das Auto passt. Und hier wieder jetzt an Sainz vorbeigehen. Der wird sich hier nicht wehren können. So ist es. Richtung Passstoppschikane, vielleicht nochmal der Konter vom Sainz. Nein, der macht das vernünftig, der weiß, das haltet nur auf, das Ziel liegt ein Auto vor Hamilton, nämlich der dunkelblaue Red Bull. Und Vettel fährt hier vorne, Seelen, Mutterseelen alleine sein Rennen. Auch Leclerc fährt hier rein theoretisch alleine, aber Valtteri Bottas hat die besseren Reifen wie Leclerc und ich glaube, dass sie hier jetzt abdecken mit Vettel die Führung, weil Bottas auch schneller ist als Leclerc. Aber der schnellste Mann hier im Feld ist noch immer der mit dem violetten Helm mit der Nummer 44. Und da wird jetzt der Angriff kommen auf Verstappen. Der fährt vorbei, wie wenn er gar nie da gewesen wäre. Max Verstappen kann sich hier nicht wehren. Und eine bis zwei Runden später, wir sind kurz vor Zielfahrt. Greift auch nochmal Hamilton und für mich Wahnsinn, geht genau gleich an Albon vorbei und Hamilton kommt von Platz 13 auf Platz 4. Macht die meisten Plätze gut, der Mann des Tages für mich. Und hier bahnt sich eine Sensation an, die Scuderia wechselt nicht die Positionen und macht damit Bottas schlechtes Rennen noch einmal glücklich zu Ende. Man schenkt hier Punkte her, man schenkt Punkte her. Vettel gewinnt in Spa vor Leclerc, aber man sieht, Bottas ist hinten dran, das hätte vielleicht auch schief gehen können. Leclerc nimmt den zweiten mit und Bottas macht Platz 3 gut. Die Ferraris dann doch am Ende die schnellsten, aber für mich der Mann des Tages, Lewis Hamilton. Wahnsinnsrennen von ihr, von 13 auf 4. Albon vor Verstappen und Sainz. Ah, Blödsinn, da ist Stroll auch nochmal durchgegangen. Hier eine Wiederholung, Goosebay. Da wieder das Auto weggeschmissen. Und da verliert er das Auto in der, den doppelschnellen Links. Was für ein Drift. Letzte Runde war das. Jetzt gerade eben am Curb. Berührt die Wand nicht. Geiler Typ. Goosebay rettet hier das Auto. Aber er war weit und breit im Niemandsland. Da ist erst Giovinazzi nach dem Fehler. Goosebay macht hier Platz 16. Keine Punkte für MP Racing, aber wieder ein Aufwärtstrend leicht zu erkennen. Ja, und Fahrer des Tages verdient Lewis Hamilton. Was war das für ein Rennen? Ja, Mattia Binotto kann sich erfreuen. Doppelsieg für die Scuderia. Wichtige Punkte auch um die Konstrukteursmeisterschaft. Vielleicht hat man daran gedacht. Meiner Meinung nach schlechtes taktisches Management. Man hätte Charles Leclerc an Vettel vorbeilotsen müssen. So sind es, wenn ich jetzt mich nicht falsch verrechnet habe auf die Schnelle, nur mehr 5 Punkte Rennen Valtteri Bottas vor seinem ersten Weltmeisterschaftstitel, weil es gibt nur noch 50 Punkte zu vergeben. Maximal 50 Punkte. Und Bottas hat hiermit 45 Punkte Vorsprung auf Charles Leclerc. Das heißt, Bottas müsste mindestens zweimal jetzt ausscheiden oder zweimal nicht punkten und Leclerc müsste zweimal gewinnen, um das Ganze in die trockenen Tücher zu kriegen. Ja,
Verhaltener Jubel bei Leclerc, Bottas auch. Vettel darf sich freuen. Wahnsinn, spitzt sich hier das alles nochmal zu. Und jetzt geht's nach Monza. 26 Punkte sogar für Vettel. Das wäre es vielleicht noch gewesen. Entschuldigung, die zwei Punkte habe ich vergessen. Es gibt nicht 50 Punkte, sondern 52 Punkte zum Holen. Somit sind es keine 5 Punkte, sondern 7 Punkte. Ist auch nicht besser. Hätten sie getauscht, wäre da weitaus mehr möglich gewesen. Einmal ausfallen und sie wären mittendrin in der Meisterschaft gewesen. Hier sehen wir es, 45 Punkte Abstand. Max Verstappen ist somit aus dem Rennen. Es kann nur mehr Leclerc oder Bottas das Ding nach Hause holen. Für... Ja, und 48 Punkte sind... Da ist noch alles drin für die Scuderia bei der Fahrer-Konstrukteursweltmeisterschaft. Ja, was hat Guspe zum Sagen? Bei Ihnen sah das leicht aus. Glauben Sie, dass diese Grid-Strafe berechtigt war? Ja, natürlich, wenn man die Regeln bricht, wird man dafür bezahlen. Was soll ich dazu sagen? Vielleicht habe ich noch nicht... Sie haben es ganz schön aufgeholt, nicht wahr? Motorenvorteil stimmt so nicht, aber wir brauchen jetzt kein fehlgeschlagenes Triebwerk. Sie übertreffen alle Erwartungen. Würden Sie sagen, dass man sie unterschätzt hat? Das Team ist die Summe einzelner, wenn wir zusammenarbeiten, steht das. Zwischen Ihnen und Ihren Rivalen sah es eine Zeit lang richtig knapp aus. Aber jetzt scheint es, als würden Sie sich behaupten, nicht wahr? Bleiben wir da auch einmal fair. Da steigern sich beide bei Konkurrenzkampf. Klasse, das war dann alles. Ja, das war das Interview von Guspe. Und hier noch einmal die Tabelle. 173 Punkte Bottas, 128 Leclerc. Wie gesagt, ich hätte den Fahrerwechsel als Teamchef vollzogen. Leclerc wäre viel näher dran. Aber Ferrari will es anscheinend fair machen. Bottas hier das Ding für Mercedes oder doch der Ferrari-Pilot. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Jetzt geht's nach Monza, das Heimrennen von Ferrari. Die werden hier wieder einen Doppelsieg fahren wollen. Vor allem, wenn man in Spa gut benannt ist, ist man in Monza normalerweise auch gut benannt. Nur hängt es damit zusammen, was macht Valtteri Bottas? Viele Punkte darf er nicht mitnehmen in den nächsten zwei Rennen. Ich sag danke fürs Einschalten. Lasst ein Like und ein Abo da. Die nächste Folge kommt bald. Ich bin's raus. Es geht nicht ohne Versprecher. Ich bin raus. Sag Servus Christina, hackel nur ein bisschen im Büro. Jo, Servus, euer Fußball. PS, lasst ein Like und ein Abo da. Und... Pause!